Ich weiß, Sie werden diese Frage nicht gerade lieben, aber wäre es sinnvoll, da zieht er schon die Augenbrauen hoch, wäre es sinnvoll, dass Julian Nagelsmann ein oder zwei vielleicht sogar in seinen EM-Kader einbaut, alleine weil es diesen hochtalentierten Spielern hilft zu lernen und weil sie möglicherweise auch eine Stimmung mit reinbringen und ein Erfolgsgefühl, denn die Mannschaft ist ja auch schon Europameister im Sommer geworden und selbst wenn es morgen schief gehen sollte, sind wir Vize-Weltmeister, worauf man auch wirklich sehr, sehr stolz sein könnte, dass das so einer A-Mannschaft sogar gut tun könnte? Ist zu viel. Wenn da einer dabei ist, die Spanier treiben das so, die spanische Nationalmannschaft, da sind 17-Jährige jetzt dabei. Aber nicht, und die gewinnen gerade, sind gerade schon längst zu Hause bei dieser WM. Also das ist dann eine individuelle Frage. Das kannst du nicht als erzieherische Maßnahme, das ist das, was wir eben gesagt haben, ist peinlich genug, dass sie auf die Idee überhaupt kommen und wir jetzt hier. Du musst ja einen dann weglassen aus dem Kader, einen erwachsenen, gestandenen, hochbezahlten Bundesligaspieler, der offensichtlich Mentalität oder sonst was nicht hinkriegt, um in der Nationalmannschaft überhaupt einen Platz zu haben, sondern du musst da einen 17-Jährigen hinstellen, der eben so. Das wäre so, als wer ist, so weit sind wir, glaube ich, noch. In diesem Elend sind wir noch nicht.